Einen schönen guten Tag. Sie hören das Leuchtfeuer, den identitären Podcast von Walter Spatz und Timo Beil. Folge 2, die Reconquista. Mein Name ist Timo Beil, herzlich willkommen. Hallo liebe Zuhörer, wir sind also wieder Walter Spatz und Timo Beil und das ist das Leuchtfeuer, die zweite Folge. Hallo Walter. Hallo Timo. So, Walter, wie du mir gesagt hast, siehst du ein Motto für diese Folge, nämlich was, die Rückeroberung rechter Ideen von den Rechten zu den Linken, nee, von den Linken zurück zu den Rechten. Ja, ist das so? Ja, da schwingt immer so ein bisschen unsere Losung mit. Wie heißt die noch so schön? Europa, Jugend, Reconquista. So sieht's aus. Und Reconquista, dachte ich, müssen wir auch ideell machen. Und ich habe die Medienschau darauf abgestellt. Denn mir wird immer wieder bewusst, dass vieles, was die Linken so auf dem Zettel haben, was sie für sich reklamieren, doch eigentlich urrechtes Denken ist. Also Kapitalismuskritik, Universalismuskritik, Heimatschutz, der heute irgendwie was immer Nachhaltigkeit genannt wird. Ja, das war so meine Idee für die Medienschau. Also ich lese die Medien, linke Medien teils, nicht nur, aber teils und mache einfach klar, dass das eigentlich originär rechtes Denken ist. Deshalb Reconquista, zurückholen, von dieser linken Dominanz befreien. Ja, und dann im zweiten Teil machen wir ein Gespräch mit dir über das Reich. Genau. Über das Reich. Wir hatten das letztes Mal schon angerissen. Nicht? Friedrich Nietzsche war mal war ein Thema. Und ich hatte gefragt, wer ist das, was macht er? Und so, und du hast dich jetzt ein bisschen beschäftigt mit dessen Hauptwerk wohl, nicht? Das der Reich heißt es. Sein Hauptwerk, ja. Und bist darauf gestoßen, auch über einen Zeitungsartikel, nicht? Oder wie war's? Ich bin durch einen Zeitungsartikel wieder drauf gekommen. Und der Zeitungsartikel hat mich ja darauf gebracht, dass das durchaus mit identitärer Programmatik passt oder übereinstimmen kann. Also dass Hilschers Reichsidee durchaus auch sowas wie eine Vision für Identitäre sein kann. Und ich denke, wir sind gut bedient, das Nachdenken über mögliche Visionen anzustoßen. Und das soll hier mal ein Impuls sein. Also ich bin ja jetzt nicht dogmatisch, aber ja, wichtige Sache. Mir geht es immer häufiger durch den Kopf. Wir stehen vor einer katastrophalen Lage und viele Rechte analysieren immer nur die Lage und gucken dann wie das Kaninchen auf die Schlange und sagen, oh ja, die Überfremdung und hier und da und es werden immer mehr und die Deutschen werden immer weniger und blöd. Aber ich vermisse dann eine Vision oder ich vermisse einen Ausgang aus dieser schrecklichen Lage. Lageanalyse ist gut und schön, aber bitte doch immer nur der erste Schritt. Dann kommt Operationsplan und ich finde keine Operationspläne in den Rechten. Das ist teilweise sehr deprimierend. Ja? So eine Melancholie, die sich da ausbreitet, das muss aber nicht sein. Vielleicht können wir da auch zur geistigen Wehrhaftigkeit, wie du es ja so schön genannt hast, ein Stück beitragen. Also ich vermisse auch, ich will da sagen, ich vermisse diese Vision auch oder diese Idee. Denn die Idee oder der Glaube versetzt doch die Berge, nicht? Und nicht der Verstand und nicht die Rationalität und nicht das Begrübeln, sondern der Glaube. Ja, ich werde dann auf meine derzeitige Lieblingsvokabel im Geistchen hinkommen, nämlich auf den Willen. Ui, ja. Der Wille, da muss man erstmal wissen, was man will und wie sich das anfühlt und schmeckt und so. Das kennst du ja von diesem ganzen Erfolgsseminaren für Jungunternehmer oder so, da sollst du da auch immer Visionen entwickeln und dir vorstellen, wie es schmeckt, wenn du den Kaviar isst oder irgendwie sowas, damit du dann zu diesem Ziel hinkommst. Ich weiß nicht, ob du dir sowas mal angetan hast, aber mit solchen Chaka-Sachen oder wie? Ja, Chaka-Sachen und Selbstmotivation, aber auch so völlig meditative Sachen, wo man sich dann allerlei Luxus vorstellen soll, damit man dann motiviert daraus hervorgeht und auch Bitten an das Universum stellt oder wie auch immer. Ja? Das ist eine merkwürdige Verfallsform, nicht? In der Tat. Des Willens, weil der Wille ja bitteschön nicht in mir, also so, ich habe ja nur Teil am Willen, der aber weit größer ist als ich, das ist ja der Witz am Willen, ja. So denke ich.
wenn ich mit Nietzsche da arbeite, mit dem Willen zur Macht, mhm. an dem ich ja nur teilhabe. Das war wieder so diese eine kapitalistische Verfallsform, der Versuch, den Willen irgendwie in die Warenform zu pressen. Nicht? Also ich soll mir irgendwie vorstellen, wie Kaviar schmeckt, so ein Schwachsinn. Ja, ja. Und insofern ist das auch schon wieder eine Rückeroberung, weil natürlich eine Vision zu packen und etwas zu wollen, sich auch einem Willen zu unterwerfen, ein Wille zu irgendwas und eben kein Widerwille, das wird da, wie du so schön sagst, in Warenform gepackt oder eben, wie die Frankfurter Schule sagt, kommodifiziert. Ja, das ist der Neusprech für zur Ware gemacht. Jo, vielleicht noch, das ist jetzt ist alles einleitend, zum Schluss der Einleitung sozusagen eine kurze Schau der Rückmeldung oder der Frequenz. Die habe ich eben mal gemacht. Also wir haben ja wirklich fast kaum Werbung eigentlich nur in unseren Kreisen gemacht für diesen Podcast hier, aber immerhin, wir haben so Zugriffe auf die Gesamtfolge, so das letzte Mal, als ich geguckt habe, um die 50, was ja gar nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass man null Werbung gemacht hat. Sagen wir mal, 50 Leute haben sich das angehört, was wir erzählt haben. Das ist dann auch viel besser, diese 50 Leute erreicht, als wenn du die jetzt alle in eine Kneipe einlädst. Genau. Quatsch. Also, und ich habe eigentlich, was heißt eigentlich, nur eine zaghafte Kritik gehört, nämlich, dass das alles zu lang wäre. Nein. Dann auf meinen Hinweis, ja, aber dafür haben wir doch die Einzelsequenzen auch bereitgestellt. Da habe ich dann keine Antwort bekommen. Ansonsten nur positiv. Also sie fanden es kurzweilig, sie fanden es interessant, informativ und so. Ich habe natürlich nicht inhaltlich nachgehakt, so ob da wirklich was hängen geblieben ist, aber also vielleicht waren sie auch nur höflich und wollten nicht, keine Ahnung, aber so richtige Kritik habe ich bis jetzt nicht bekommen. Na gut, dass die Leute höflich sind, das hast du immer, also du steckst ja nie in den Köpfen drin, da kannst du so viel Umfragen und Feedbackbögen austeilen, wie du willst. Ja. Immer. Muss dann auch wollen. Ja. Auf jeden Fall ist es schön, dass wir beide jetzt hier wieder sitzen. Ja. Wir halten unsere Frequenz, wir haben uns vorgenommen, einmal im Monat, nicht? Das ist jetzt die Juli-Folge. Jetzt müssen wir sehen, dass wir sie schnell online kriegen. Es wird demnächst so ein, wie sagt man im Neudeutsch, ein Relaunch. Hier hat jetzt ein deutsches Wort dafür, eine Neugestaltung der Internetpräsenz geben. Neugestaltung wahrscheinlich. Neustart, denke ich, Neustart. Ist einfach das Wort. Also, ja, Launch ist ja starten. Genau. Ein Neustart der Internetpräsenz geben unseres Gastgebers demnächst. Ach. Wann das soweit ist, weiß ich nicht. Aber dann werden wir in einer also auch moderneren Form dargereicht. Immer diese modernen Internetformen. Ich bin dem ja... Ist mir herzlich gleichgültig, stelle ich immer wieder fest. Also, wenn ich, ja, liebe Zuhörer, mir Fefes Blog angucke, das ist immer meine Lieblingsdarstellung. Fefe. Mhm. Felix von Leitner ist ein Blogger, Aktivist beim Chaos Computer Club und ansonsten Programmierer. Und der macht halt sozusagen einen Verschwörungsblog, so nennt er das Ding. Nachrichten aus aller Welt, eher Bekannte oder auch Unbekannte, und die kämpft da immer so ein bisschen gegen den Strich. Und mir geht es ja aber nur ums Layout, weil er hat das denkbar bescheidenste Layout. Schwarzer Text auf weißem Grund, links sind blau unterlegt, keine Bilder, und wie er schreibt, proudly made without Java. Was immer das bedeuten mag, ich bin kein Programmierer. Ja, okay, gut. Also, die Form ist nicht wichtig für die geistige Rüstung, Hauptsache die Leute hören uns zu, ne? Ja, gut, gesagt, getan. So, liebe Zuhörer, weiter geht's, nämlich mit der Medienschau, und da liegt der Walter vorne, die Rückeroberung der rechten Ideen, Walter, von dran. Genau, Dankeschön, ich fange gerne an mit Ludwig Klages, einem arg gescholtenen und geprügelten Philosophen, Lebensphilosophen, der sei ja Nazi, bla bla, wir kennen diese Sprüche. Von 1913. Da war er das schon. Ja klar, eigentlich schon in der Wiege natürlich. Also genuin natürlich, weil er schon Deutscher ist, ist klar. Also dann schon genuin ist, das wird ja logisch. Ja, okay, so viel zum Weltbild, in dem wir uns hier bewegen müssen oder auch nicht müssen. Oder dabei sind, uns da rauszuarbeiten. Also, Mensch und Erde, Ludwig Klages, der Link wird kommen im Schriftteil, hat das erste ökologische Manifest geschrieben. Das erste ökologische Manifest. Heißt das auch so? Nein, das heißt Mensch und Erde, aber es gilt in der Literatur als erstes ökologisches Manifest.
Man höre und staune, 1913, vor 100 Jahren fast, nein, ein bisschen mehr als 100 Jahre. Ich mache mal ein Eingangszitat und die geneigten Zuhörer werden erkennen, dass vieles von dem, was der Ludwig Klagenstein 1913 schreibt, in vielen, vielen auch linken oder linksliberalen Postillen zu finden ist, die ich jetzt in der Folge analysiere. Also, auf der Seite 18 finden wir... täuschten uns nicht, als wir den Fortschritt leerer Machtgelüste verdächtig fanden und wir sehen, dass Methode im Wahnwitz der Zerstörung steckt. Unter den Vorwänden von Nutzen, wirtschaftlicher Entwicklung, Kultur geht er in Wahrheit auf Vernichtung des Lebens aus. Er trifft es in allen seinen Erscheinungsformen, rodet Wälder, streicht die Tiergeschlechter, löscht die ursprünglichen Völker aus, überklebt und verunstaltet mit dem Firnis der Gewerblichkeit die Landschaft und entwürdigt, was er vom Lebewesen noch übrig lässt, gleich dem Schlachtvieh, zur bloßen Ware, zum vogelfreien Gegenstande eines schrankenlosen Beutehungers. In seinem Dienste aber steht die gesamte Technik und in deren Dienste wieder die weitaus größte Domäne der Wissenschaft. Soweit Ludwig Klages, 1913, also ein Frontalangriff gegen unsere Zeit. Meine Frage, die Ausgabe, die du da hast, von wann ist die oder wo, weil du gerade eine Seitenzahl genannt hast? Ja, es ist Mattes und Seitz. Berlin, der Verlag Mattes und Seitz, und das ist die neue Auflage oder neue Herausgabe dieser Schrift. Jetzt lass mich schnell hinten hingucken. Das ist die 2013, also 100 Jahre nach dem Erscheinen, herausgegeben bei Mattes und Seitz. Berlin. Berlin, ganz genau. Ich werde auch im Übergang zum zweiten Teil, Hielscher, nochmal Klages vorlesen, denn auch mit seiner Christentumkritik, also was haben wir da alles drin gehabt? Wir haben Universalismuskritik, Kapitalismuskritik, Umweltzerstörung, Ökologie, Tiervernichtung, die Machenschaft, wie Heidegger sagen würde, den Planeten also in ein Wirtschaftssystem einzuordnen und eben diese Kritik an Rationalität und Wissenschaft. Wir haben da alles drin, was man so als Kritik an der Moderne sieht. Und Maschinenstürmerei, wenn ich richtig zugehört habe, im Subtext. Ja, genau. Und was im zweiten Zitat jetzt zu deinem Essay oder zu deinem Beitrag noch kommen wird, ist die Kritik am Christentum. Das hatten wir letztes Mal schon. Ja. Christentum ist im Grunde nichts anderes als Universalismus in Reinkultur. Man kann das auch noch tiefer rausheben, vielleicht machen wir das mal. Die Wurzel mit Heidegger kann man wirklich in der griechischen Philosophie finden, in der platonischen Philosophie, in dem metaphysischen Denken finden. Und du ziehst die Wurzel ja noch viel tiefer, wie ich dich kenne, nach Ägypten und sonst wohin mit dem metaphysischen Denken. Ja? Also ein Virus sozusagen, aus dem immer neue Mutationsformen entstehen, ja? Mit denen wir uns hier rumplagen. Also, ich will hoffen, dass es dem geneigten Hörer im Ohr bleibt. Ich habe echt so ein bisschen pathetisch gelesen. Der Herr Klages hat ja die Sprache von vor 100 Jahren. Der Tonfall hat schon gepasst. Ja. Gut, ist ein bisschen feierlich. Nun hatte ich angekündigt, Reconquista. Brennstoff. Also im Internet sicherlich zu finden. Oder auch in jedem Laden GEA. GEA. Das mache ich sogar Werbung für diese Grünen hier. Naja. Also, es ist hier ein Buch besprochen von einer gewissen Frau Klein, Naomi Klein. Von der haben wir ja schon mal gehört. Ja, von der hört man ganz viel. No Logo ist natürlich auch herrlich politisch korrekt. Eine Frau und so, und Kapitalismuskritik, die Linksliberalen machen ja Freudensprünge bei Frau Klein. Okay, und sie hat hier sie steht Rede und Antwort dieser Zeitschrift über ihr neues Buch. Die Entscheidung, Doppelpunkt, Kapitalismus versus Klima. Interessant in der Überschrift schon für mich, dass sie einen Universalismus neben den anderen stellt und den einen Universalismus als Ausgang aus dem anderen irgendwie durchskizziert, also offenbar eine kleine Denkhemmung, aber ich werde da an anderer Stelle also noch öfter drauf kommen. Ich meine ja, wenn ich mir meinen Aluhut aufsetze, da auch eine Absicht zu spüren, ja, also wieder mal zwei Fronten aufeinander zu hetzen. Ja. Weil, also das muss jetzt nicht auf Naomi Kleins Mist gewachsen sein, aber wozu das dient, ist ja, wenn das
Finanzkapital keine Lust mehr hat auf weiteres Finanzkapital erwerben, weil ihm schlechterdings schon alles gehört, muss mal wieder der Gürtel enger geschnallt werden und dann wird eben eine Ökodiktatur, Fragezeichen, weltweit etabliert. Wir beginnen mal mit einer Kopfsteuer auf Atmen. Ja, interessant. Das werden wir auch in den anderen Zeitschriften, vor allem in der zweiten, die ich bespreche, genau dieses Motiv wieder auftauchen. Also es ist tatsächlich so, es gibt Kritik an der Klimabetrachtung. Manche bestreiten das ja absolut, dass es überhaupt einen Klimawandel gäbe, und für andere ist es sozusagen die neueste politische Theologie, die ihr ganzes Denken daran festmachen. Ich bin da auch durchaus skeptisch, und du hast jetzt schon von Klimawandel gesprochen, gesagt, dass Leute bestreiten, dass es Klimawandel gibt. Ich würde das anders formulieren. Denn erstens hieß es noch bis lange in dieses Jahrtausend hinein Erderwärmung. Da musste man gegen Erderwärmung vorgehen. Dann wurde aufgedeckt, dass dieses britische meteorologische Institut, auf dessen Zahlen diese ganzen Initiativen da beruhten, die Zahlen über 15 Jahre hinweg gefälscht hat. Dieser E-Mail-Verkehr wurde ja dann geleakt durch WikiLeaks. Ne? Also, dass die Zahlen der Erderwärmung über 15 Jahre einfach gar nicht stattfanden. Und um sich dieser Peinlichkeit zu entheben, wird es seitdem Klimawandel genannt. Das ist schon so, das ist so ein bisschen 1984, das ist 1984, das ist Neusprech. Ja, ja. Wollte ich nochmal einspeisen. So. Ja, herrlich, danke schön. Ich fange mal an, was Frau Klein hier zum Besten gibt. In Teilen, wie gesagt, kann ich draufsetzen und das in die identitäre Richtung ziehen. Also sie fängt an, obwohl ich eben diese Klimageschichte mit Skepsis sehe, sie fängt an mit den CO2-Emissionen, die eben rasant gestiegen seien, und sagt, das läge an der Ideologie, dass der Markt alles regele. Damit, da kann ich sagen, d'accord, der Markt regelt. Herr Klein ist vor 100 Jahren, hat das auch schon gesehen. Und hier schreibt sie, das Problem daran ist im Grunde, dass das Projekt unter dem Label Globalisierung im Kern darauf abzielt, durch internationale Zusammenarbeit und offene Märkte die billigste Produktion von Gütern möglich zu machen. Da hat sie sicher auch recht. Und mir fällt dann immer ein, dass natürlich auch die Menschen zur Ware werden. Und hier Stichwort Masseneinwanderung, nicht? Die Deutschen werden immer weniger. Also schieben wir mal einfach mal ein paar Millionen hier und ein paar Millionen da, einfach hier hinein. Und dann werden die Systeme schon wieder stabil und wir haben dann genügend Konsumenten für die Zukunft, nicht? Also der Mensch wird auch zur Ware. Das ist eine definitive Kritik an der Moderne. Die Heidegger übt Klages auch. Die Machenschaft nennt Heidegger das. Also hier ist diese Frau Klein dann doch, ohne es zu wissen, möglicherweise ziemlich auf modernitätskritischer und auch rechter Seite unterwegs. Ja. So, und dann stellt sie sich ganz große Fragen, nämlich die Zukunft menschlicher Zivilisationen. Das ist sicherlich, an der Stelle rutscht es stark nach links ab, diesen völlig entwurzelten Utopismus. Es geht dann um die gesamte Menschheit und so weiter. Na, allein schon der Zivilisationsbegriff, den brauchen wir ja nicht, wir haben ja Kultur. So sieht's aus. Also da haben wir schon diese Universalismen, diese Erbschaften, diese beklagenswerten Erbschaften der Französischen Revolution drin stecken an jeder Stelle. Mhm. Ich zitiere da ja immer sehr gern Joseph de Maistre, der sagte also sinngemäß, dass ihm persönlich nur Russen, Franzosen und Italiener begegnen, aber ihm persönlich noch nie ein Mensch begegnet sei. Also über diesen Spruch mögen die Leute bitte nachdenken, da steckt sehr viel drin. Den kann man sacken lassen. Auf jeden Fall. Naja, sie fährt fort mit ihrer Apokalypse. Schon jetzt seien die Küstenstädte der Welt gefährdet. Und es gehe darum, und das ist jetzt wieder ein identitäres Credo, dann, dass ganze Nationen und Kulturen, die seit 10.000 von Jahren existieren, verschwinden werden. Dann geht es darum, ganz Afrika südlich der Sahara zu opfern. Das ist eine moralische Frage, eine grundsätzlich ethische Herausforderung. So, das macht sie also wieder fest am armen Afrika, dass wir bösen Weißen ja ausbeuten. Wieder eine typisch linke Geschichte. Aber
Sie beklagt wenigstens, dass ganze Nationen und Kulturen verschwinden. Das ist unser Credo, würde ich sagen. Ja, ja. Wir beklagen ja, dass die europäischen Identitäten verschwinden, aber durch das Kapital. Also du siehst, warum ich, wenn ich diese Postille lese, immer so changiere, nicht? Sage ja und dann aber wieder doch nicht. Und ja, aber wieder doch nicht. Also es ist schon interessant. Aber es geht auch weiter. Sie kommt dann drauf zu sprechen, dass es einen Zustand gebe der Verdrängung und dass man aus diesem mit einem Plan entkommen könne und eine Vision entwickeln muss. Dass Verdrängung und Vision zusammen, das klingt ja schon spannend. Genau. Ja, jetzt versuche ich mal weiterzugehen an diesem Interview. Dann kommt der Frage natürlich darauf, sie wollen ja den ganzen Systemwechsel, das ist ja eine Wahnsinnsfront und eine Wahnsinnsaufgabe, die sie da vor Augen hat, und wie will sie das denn also beschaffen und bewältigen? Das ist ja durchaus eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Wir haben diese riesen Feindfront gegen uns und müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie leerlaufen in diesem Widerstand. So, und sie sagt, wir sind im Konflikt mit zwei Formen von Gesetzen, dem ökonomischen des Marktes und den Naturgesetzen. Aha, also sie macht jetzt. Sie ist im Konflikt mit den Naturgesetzen. Mit zwei Formen von Gesetzen. Also sie sagt, die Naturgesetze könnte sie nicht verändern, aber die ersten Gesetze, nämlich die des Marktes, sehr wohl. Also da sagt sie, Wandel ist jederzeit möglich. Weil es eben eine Konstruktion ist. An der Stelle kann man sagen, stellen wir den Linken zu, dieser Kapitalismus ist tatsächlich eine Konstruktion, die können wir beseitigen. Da sind wir ja auch an der Stelle. Bloß wir ziehen dieses konstruktive Moment eben nicht auf die Identität, weil wir da sagen, das sind überkonstruktive Prämissen, die uns da festhalten. Und nun kommt sie zu einem Punkt, den wir bei Hilscher wiederfinden werden. Sie sagt, im Kern ist es eine spirituelle Krise, weil wir an ein Weltbild glauben, das uns über die Natur stellt. Das ist knallharte moderne Kritik, bei Klaus zu finden, bei allen Konservativen auch. Letztlich geht es um die Überwindung des modernen Schöpfungsmythos, dass wir alles unter Kontrolle hätten und der Boss des Ganzen wären. Das war schon immer ein Mythos. Natürlich hält sie die Begriffe nicht sauber auseinander. Ein Mythos ist das nicht. Ein Mythos ist etwas ganz anderes, aber das weiß sie vielleicht nicht. Wir sind Natur, umgeben von Natur. Ey, identitäres Credo. Ja? Und es wird uns so lange geben, wie wir uns gut benehmen. Na gut, das ist. Der letzte Satz ist ein bisschen moralinsauer, aber mach mal weiter. Ja, nun schwankt sie wieder in dieses typisch linke Denken hinein. Sie sieht also die Kraft diese Zeitung fragt sich dann hier, wie wollen Sie das denn alles machen und so weiter und so weiter. Und das ist klar, wie so ein linkes Hirn dann denkt. Die Relevanten, also Massen, müssten aktiviert werden. Und wenn wir beide oder wir Identitären oder wir Rechten in diese Richtung denken, dann denken wir an das Volk. Nicht? Aber das tut sie natürlich nicht. Das Volk ist keine relevante Größe für sie, sondern von unten müsse dieser Wandel kommen, und das von unten für diese Frau Klein heißt, es braucht Koalitionen mit den Gewerkschaften, mit Umweltschützern und jetzt kommt es, mit Frauenorganisationen und Studenten. Das ist wirklich wieder eine hanebüchende Kombination. Ja. Das ist aber ein schönes Beispiel für, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Sendung hatten, für Identitätspolitik. Als Gegenform zur identitären Politik. Identitätspolitik als eine weitere Kopfgeburt der Frankfurter Schule, die beabsichtigt, die Frankfurter Schule spricht von Gesellschaft, sagen wir, das Volk zu zergliedern in eben Studenten, Arbeiter und Frauen, also Leute, die sich als etwas fühlen, die sich eben nicht mehr identifizieren, sondern die sich konstruieren. Ich gehe jetzt zu der Gewerkschaft, weil ich Arbeiter bin. Ich bin jetzt Student und engagiere mich für die Studenten, und ich bin auch noch Frau und engagiere mich für die Frauen. Und nicht einfach, ich bin nicht selbst definiert und vor allem bin ich schon gar nicht, sondern identifiziere mich mit. Da dürfen wir, beachten Sie das bitte, liebe Zuhörer, schön unterscheiden zwischen Identitätspolitik und identitärer Politik. Wir reden identitär. Ich meine, Naomi Klein redet Identitätspolitik an dieser Stelle. Ja, also hervorragend, Timo. Und
Übrigens auch, also innerhalb der letzten Medienschau, die ich hier mache, nämlich der Zeitschrift Tumult, da geht es genau um diesen Unterschied zwischen Identität und Identitätspolitik, wie du sie nennst. Herrlich, herrlich. Sehen Sie, also was sich hier zeigt, ja, wie sich das doch immer wiederholt. Also wir sind ja wirklich dem Zeitgeist auf der Spur, wir fühlen ihm den Puls sozusagen und können, sind klug genug, das zurückziehen zu können und betrachten zu können von außen. Nicht? Diese Klugheit ist in der Lügenpresse ganz sicher nicht mehr vorhanden. Okay, zum Schluss. Kommt sie dann dazu, dass die Ökonomie schrumpfen müsse, dass wir uns auf die Postwachstumsgesellschaft einstellen sollten und dass der Druck darauf oder der Druck diesbezüglich entstehen müsse über zivile Massenbewegungen? Sie hat eben schon gesagt, wo die dann herkommen aus Frauen, aus Studenten und Gewerkschaften. So, und jetzt am Ende, da braucht es eine Massenbewegung, sagt sie, und nun, wenn man diese ganzen Irrtümer, diese linken Phantasmen da wieder rausbucht und nur mal sieht, was sie hier einfordert, sind wir wieder bei Nietzsche und auch bei uns, bei den Identitären. Sie sagt, es müsse eine Vision geben und einen Kampf für eine Vision. Und der Kraftakt ist oder bestünde darin, die Menschen davon zu überzeugen, dass das möglich ist. Die größte Hürde, aktiv zu werden, ist ihre Resignation, schreibt sie. Sie haben aufgegeben und warten auf den Untergang. Das Motiv finde ich allerdings bei Rechten ganz oft. Wir können ja nichts ändern. Was sollen wir denn machen? Ach, da bleibe ich doch lieber hier. Und ach, ich kann ja sowieso nichts ändern. Also an der Stelle hat sie nicht Unrecht. Ja? Also dass dieser Kampf geführt werden muss. Also die Mentalität, die sie da beschreibt, die ist natürlich vorhanden. Die ist nicht nur bei Rechten vorhanden, aber natürlich bei vielen Rechten. Je älter sie sind, desto mehr, weil sich natürlich ein entsprechendes Frustrationspotenzial auch angehäuft hat. Was ich noch einspeisen möchte, ist, das erinnert mich an etwas, was der von mir so geschätzte Robert Anton Wilson in seinen Romanen beschreibt und erfindet. Das sind ja satirische Romane. Und da spricht er von einer Revolution der reduzierten Erwartung. Das Buch hat er in den 70er, 80er Jahren geschrieben. Er erfindet da eine ökologische Revolutionsbewegung, die dann auch die Macht erlangt, in diesem Fall sind sein Beispiel in den USA. Und da muss alles ök sein, alles ökologisch korrekt, wird auf alles Mögliche bezogen. Es gibt auch dieses politisch korrekte Sprechen dabei. Und das meint er, aber es ist nur die Revolution der gedämpften Erwartung, nennt er das. Revolution der gedämpften Erwartung, dass man doch bitteschön den Gürtel enger schnallen soll. Und das aber, so verstehe ich jetzt die Kleinen, mit Begeisterung tun soll. Also man soll sich mit Begeisterung schlank hungern und auch auf Größeres verzichten, aber dafür Begeisterung aufwenden. So, das war Wilsons Kritik. An dieser Stelle, das dürfen wir im Auge behalten, denn ich glaube, die rechte Perspektive, um jetzt nochmal auf die Frustrierten zu kommen, ja, ist natürlich wesentlich fordernder als die Linke. Die Linke will einfach irgendwas umstoßen und es anders machen. Die Rechte will obendrein erhalten. Und das weiß jeder Gärtner selber, wenn du einen Zustand erhalten willst, dann musst du dir viel mehr Gedanken machen. Da musst du viel schlauer sein. Das ist in dieser Hausfrauenblick. Ja? Ein Auge nach der Klammern, eins nach der Wäsche. Du bist ständig am Hasseln. Und das ist, denke ich, die Aufgabe, die wir beide uns hier auch stellen, wirklich eine geistige Perspektive zu entwickeln, die uns weiterbringt und aus der Resignation herausholt. Ich denke, wir haben das schon geleistet für uns. Aber das ist halt nicht einfach. Ja, schön. Der Gedanke, was mir dann jetzt sofort auf den Kopf schoss, spontan war eben wieder diese Rückbindung an das eigene, nicht? Das eigene Volk, die ethnische Ebene, nicht? Die bucht sie ja völlig raus. Ja. Spricht hier vom Verlust der Nation, aber das spielt in ihrem Kalkül keine Rolle, dass das ein bindendes Element sein könnte. Also immer dieser Virus des Universalismus, den kriegt sie nicht raus aus ihrem Denken. Also sie hat, man merkt an dieser Argumentation, dass die Linken es noch nicht verstanden haben, dass sie noch weit, weit weg davon sind, sich von ihrem schlechten Erbe des Universalismus zu lösen. Dass die Antwort eben in,
Anti-Universalismus liegt, in der Vielheit liegt. Denn wir sind die Vielheit, wir sind die Vielfalt, wir sind die Multiethnizität, wir sind das Pluriversum, wie Carl Schmitt sagt. Dafür stehen wir. Und die Linken stehen für Homogenisierung, für Universalisierung und für Auslöschung der Unterschiede. Und da liegt doch ein Lösungsansatz. Natürlich, und da sind sie auch einfach Büttel des Kapitals. Also da ziehe ich jetzt nochmal Hannah Arendt aus dem Hut, die, ich glaube, es ist über die Revolution. Ich glaube, es ist in Über die Revolution, wo sie schreibt, ja, immer diese bürgerliche, liberale Kritik an den Linken, weil die ja alles enteignen und so, dann möge sich doch das liberale Bürgertum mal an die eigene Nase fassen und nachschauen, wer denn die wirklichen Enteigner sind. Und da geht sie halt auf diesen Unterschied halt von Eigentum zu Besitz und dass das Kapital eben jedwedes Eigentum in Besitz transferiert und damit eben wieder zur Ware macht. Und da, jetzt muss ich nochmal nachtreten bei der Campo, dieses Postwachstumsgesellschaft oder was wieder das Schlagwort war, gute Güte, das ist Wolfsburg, das 1970, 1972, die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Und da können wir uns jetzt mal Gedanken machen. Ich denke, der Club of Rome ist eindeutig eine Institution von Enteignern, aber so richtig links sind die auch nicht. Also das soll jetzt erklären, warum ich sage, dass sowas, was Kleiner redet, dass das Büttel des Kapitals sind, wenn ich hier mal den Club of Rome als das Kapital definiere und sage, die geben so eine Parole Anfang der 70er aus und sie kommen 40 Jahre später oder so daher und verteilt immer noch diesen Zettel. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht. Wie ging es dir? Also hast du so ein bisschen was entdeckt, was in moderner Kritik und konservativer Kritik? Ja, natürlich, natürlich. Aber ganz, ganz merkwürdig verpackt irgendwie. Und ja, eben ideologisiert. Die Linken behaupten ja immer, sie würden Ideologiekritik betreiben. Das tun sie natürlich nicht. Sie machen das ganze Gegenteil. Okay. Also jetzt, das war wirklich ein dezidiertes, also wie linksliberal, ökologisch, grünes Blatt. Und jetzt kommt eine Zeitschrift, die ich schätze, die ein bisschen, also ich will niemandem zu nahe treten, aber doch vielleicht der Begriff gar nicht so weit weg, Boulevardesker ist. Ja, also das ist ein Magazin kompakt, Magazin für Souveränität. Es ist aber dennoch, es ist eingängig, es ist gut zu lesen, die Themen sind provokant, aber ich kann die meisten von dem, was ich hier in den Heften finde, zustimmen. Und ich habe hier am Wickel die Ausgabe Nummer 6, 2015, Kompaktmagazin für Souveränität. Und da mache ich jetzt einfach mal weiter im Sinne von, was heißt im Sinne, also in der Linie, die Ludwig Klages aufreißt, die Frau Campbell auch hatte, und ging nämlich auf den globalisierten Kapitalismus und auf die Global Player und auf das, was sie so treiben, also die Machenschaft, wie sie unseren Planeten zurichten. Und was das ja für Auswirkungen auf uns alle hat. Nämlich der Artikel Monsanto, Monopolist ohne Moral. Ja, um den geht es. Und im Kontext hiermit eben der Umstand, den viele sich noch gar nicht klar machen, dass so riesige Global Players, die meisten sind davon amerikanische, mittlerweile Patente auf alle möglichen Lebensformen haben. Sie haben Patente auf Lebensformen, von Mikroorganismen bis zu Flora und Fauna steht hier zu lesen. Und bei einem Zitat, Monsanto will dem Redakteur zufolge, Klaus Feistner, die gesamte Nahrungsmittelkette in Besitz nehmen, vom Saatgut bis zum Schnitzel. Und seiner Meinung nach ist das ein Konzern, der dabei am aggressivsten vorgeht. Es gibt noch andere große Konzerne, ein Deutscher auch dabei, Bayer, dann DuPont, Syngenta heißt der andere, der hier genannt ist. Dann ist hier eine schöne Grafik, Anteil Monsanto am globalen Saatguthandel. Im Mais sind sie bei über 40%, Soja bei 30%. Es geht dann flott weiter, Bohnen, Gurken, Chilischoten, Paprika, Tomaten, Zwiebeln. Also bitte vergegenwärtigen, Monopolisten im Saatgut. Das heißt, der weltweit globale Monopolhalter für Mais, über 40% des Maises kommt aus Monsanto. Laboratorien und die Bauern sind verpflichtet, diesen Mais abzukaufen. Das war der Codex Alimentarius, oder? Dieses komische UNO-Machwerk. Ja, das weiß ich jetzt. Da stehen, glaube ich, die entsprechenden Normen drin, die dann auch zu dieser Verpflichtung führen. Ja, also es ist Hanebüchen, wenn man das liest. Und hier wird dann auch ein Ausflug gemacht in das Freihandelsabkommen TTIP.
das natürlich so ein Dammbruch für Gentechnikprodukte ist, aus dem Hause Monsanto. Interessant nochmal dieser Ausflug in das, was möglich ist gentechnologisch. Es gibt ja vor allen Dingen auch im rechten Diskurs, ich meine vor allem den Knop Verlag heißt oder Koop Verlag, Koop, nicht? K-O-P-P oder so. Ja, ich nenne das immer Kopp. Kopp oder Kopp, ach, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Also die machen ja viel mit Ernährung und haben auch eine Verschwörungstheorie nach der anderen am Start in ihrem Verlag. Ja. Aber sind offenbar eine große Nummer also in den alternativen Medien dieser Verlag. Ach, das habe ich mir sagen lassen. Das ist so sehr umsatzstark sein. Und die machen viel über Ernährung auch. Hier ein kleines Zitat diesbezüglich. Also diese Firma hat zusammen mit dem US-Landwirtschaftsministerium eine Terminator-Technologie entwickelt. Und hier sorgen manipulierte Gene dafür, dass während der Reifung ein Selbstmordmechanismus die Samen steril macht. Die Folge ist, der Bauer erhält eine tote Saat, die im Folgejahr nicht mehr keimt, sodass er von Monsanto stetig Nachschub ordern muss. Ja, ja. Es ist natürlich ein Wahnsinn. Also hier steht dann aber weiter, ein weltweiter Sturm der Entrüstung verhinderte die Verbreitung dieses Saatgutes, aber möglich ist das. Und es zeigt die Macht dieser Global Player, also die Machenschaft, den Planeten zuzurichten, im liberalistischen, angelsächsischen Kapitalismus unterdessen, also Knute, wir alle leben. Und wir essen dieses Zeug. Es ist in allen Produkten verarbeitet, in allem, was du so im Supermarkt kaufst. Es ist hanebüchen. Ja, es kann dann durchaus mit dem richtigen Anwalt zu solchen Scheinlocksituationen führen, dass, wenn du das Nahrungsmittel darunter gekauft hast, sag mir, du hättest es im Internet bestellt, dann hast du auch irgendwann die AGBs angeklickt. Und dann stellen sie irgendwann bei einer Blutprobe fest, dass die und die Substanzen, auf welche die Firma M die Patente hält, in deinem Körper sind. Mm. Ja, dann zahl mal bitte. Oh Gott, das ist der Horror. Also nochmal eine weitere Verquickung. Natürlich kann man dieser Zeitschrift kompakt alles zuschreiben, aber nicht, dass sie Amerika-freundlich wäre. Mm. Nun wird hier auch eine Verbindung hergestellt zwischen der Ukraine-Politik der USA und Monsanto. Mhm. Denn die Ukraine ist die Kornkammer des Ostens. Die Fruchtbarkeit der Böden ist sehr, sehr hoch durch die mineralreiche schwarze Erde. Also gerade in den Bereichen der Ukraine, die Richtung Russland sind, ist diese schwarze Erde. Und Monsanto hat... steht hier das von der Putschregierung, damit ist die ukrainische gemeint, ein verabschiedete Assoziierungsabkommen mit der EU schreibt auch die Kooperation im Bereich Gentechnik fest. Artikel 404 des Vertrages verpflichtet die Kiewer, den Einsatz der Biotechnologie zu steigern. Also man sieht, wie hier auch Lobbypolitik betrieben wird von US-Firmen. Also das nur mal als... warum habe ich jetzt dieses Beispiel genommen? Es ist eine Kapitalismuskritik an einem ganz klaren Beispiel, jetzt nicht von rechts, aber immerhin von einem geläuterten Nationalbolschewisten, wie Herr Elsässe sich nennt, also so halb rechts oder wie auch immer. Also hier haben wir schon die Reconquista erfolgreich, nicht? Hier haben wir also wenigstens nicht die Rechten, aber so die Nationalbolschewisten des Jahres 2015 haben die Rückeroberung dieses Themas gemacht. Es geht auch weiter mit einem... Also die Rückeroberung der Kapitalismuskritik als rechtes Thema. Das meine ich, genau. Es geht auch weiter mit einem Giftfleisch- und Jauche-Artikel über die internationale Fleischproduktion. Ich sage dir, dieser Artikel ist ebenso hanebüchen, denn wenn es ein Volk gibt, das die Tiere liebt, dann sind wir das. Wir hatten immer schon die fortschrittlichste Tierschutzgesetzgebung. Es ist, das werde ich jetzt nicht weiter besprechen, aber hier sieht man, wie gesagt, die Reconquista ist hier an der Stelle gelungen, bei Kompakt. Und Herr Klages würde sich freuen und das, denke ich, unterschreiben. An der Stelle ja, auf jeden Fall. Mit ein bisschen Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde er sich dann freuen. Ja, richtig, also okay. Wenn dir jetzt nichts mehr dazu eintritt, mache ich gleich weiter. Eine von mir sehr geschätzte Zeitschrift, Tumult. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja. Wessen oder wem widmen die sich? Welchen Themen? Ich kann jetzt nicht die offizielle Lesart sozusagen weitergeben, sondern nur meine persönliche Einschätzung. Ich habe es jetzt im Abo und das dritte, vierte Heft gelesen. Und es erscheint monatlich oder? Nein, es erscheint, ich glaube, im Quartal einmal. Ah.
Oder alle 2 Monate? Ich weiß es gar nicht. Also in der Größenordnung jedenfalls. Ja. Nee, Frühjahr steht hier. Mhm. Wahrscheinlich quartalsweise. Mhm. Nicht? Frühjahr 2015. Also die neue Ausgabe, die habe ich hier unten liegen. Also muss es quartalsweise sein. Ich habe jetzt mal einen Artikel genommen aus dem Frühjahresheft. Es ist auf der Schnittstelle von, also es ist erstmal eine sehr ambitionierte Zeitschrift, durchaus theoretischer, in Diskursen der Ästhetik unterwegs, in Bezug auf Gesellschaft, Kunst, Kultur. Aber es ist eben, und das finde ich so schön, auf der Grenze genau, an der Schnittstelle, wenn wir von Reconquista reden, was jetzt nicht genau, ob Herr Bogelmann das unterschreiben würde. Es vermengt oder es macht diesen Unterschied zwischen rechts und links kaum noch erlebbar. Und das ist eigentlich etwas, wo wir hinwollen. Die rechts und links überwinden, diese ganzen Plakatierungen überwinden und zusammendenken und an der richtigen Sache arbeiten. Und ich glaube, dass Tumult das tut auf seine intellektuelle Art und Weise. Frank Bokelmann heißt der Herausgeber dieser Zeitschrift oder Mitherausgeber. Ja, genau, verantwortet von Frank Bokelmann und Horst Ebner. Und der Frank Bokelmann hat auch die Jargon der Weltoffenheit, dieses herrliche Buch, herausgebracht. Also das Frank Bokelmann, ich habe ihn auch gehört in einem Vortrag, ist sich, glaube ich, ziemlich bewusst darüber, dass es eine linke tatsächliche Opposition nicht mehr gibt. Mhm. Ich glaube, er ist selber ein Alt-68er und kommt aus dieser Gemengelage. Und um ihn herum versammeln sich dann auch solche Leute wie Rabehl, die merken, wo eigentlich wirkliche Oppositionsarbeit noch geleistet wird, dass sie nämlich nur von rechts kommt. Da möchte ich noch was verlängern. Den Klein Hartlage mit seiner Sprache der BRD, den wir letztens hatten, der konstruiert er da so eine Bedeutung von rechts im politischen Sinne, dass rechts auch von richtig kommt, also von dem darüber nachdenken, was das Richtige wäre zu tun. Und in diesem Fall nimmt es dann vielleicht weniger Wunder, dass Leute, die sich noch eine Kritikfähigkeit bewahrt haben, egal wo sie herkommen, dann jetzt da ankommen, wo die Kritik sie dann rechts nennt. Mhm. Und genau. Wo wir dann sind. Aber bitte. Also auch hier, das ist auch Reconquista eigentlich auch schon geschehen, also muss man sagen, das ist vielleicht so eine Genese in der Presseschau, nicht? Da, die erste war eine Linke, wo es noch nicht so passiert ist, aber wo man merkt, dass die Linken doch gar nicht so blöd sind, aber sie es einfach noch nicht kapiert haben, dass man vielleicht ab und zu mal ein bisschen helfen müsste. Die zweite Zeitung, da ist die Reconquista gelungen und in dieser eigentlich auch schon. Ich habe nämlich einen Artikel genommen, der auch wieder so eine Schnittstelle zum Identitären aufweist, nämlich die Kiezkultur. Von Alexander Schuller geschrieben. Und ich lese mal diesen Essay in Teilen vor, also die ersten 2 Absätze. Ist auch so schön geschrieben, eigentlich könnte man ihn in Gänze vorlesen, aber das werde ich nicht tun. Also, Geschichte verändert nicht nur Bewusstsein, sondern auch Strukturen, nicht nur regional, auch universal. Zudem beschleunigt sich dieser Prozess immer mehr. Das Regionale, das Partikulare verschwindet. Die gesellschaftlichen Strukturen, die Wertesysteme verflüssigen sich, verfliegen, zerfallen. Überall. Damit schwindet auch die je spezifische Differenz zwischen fortgeschrittenen und primitiven Kulturen. Alles wird transitorisch, wird migratorisch. Differenzierungen und Egalisierungen koalieren zu einer amorphen Form dialektischen Bewusstseins. Die Vielfalt wird Standard, wird als Einfalt beliebig. Ist das nicht herrlich? Ja, Bilderbuch, aber gut. Absolut. Und das ist auch so der Tenor von Bokelmanns Buch, das ich eben zitiert habe. Also wunderbar, hier geht es dann weiter. Worauf will er eigentlich hinaus? Also das ist eine ganz kurze Lageanalyse. Er macht das dann fest, dieses transitorische, verflüssigte und so weiter, in dem Zustand, in dem wir jetzt leben, an auch Alltagstrivialitäten. Alles wird schnell zur Mode, vergeht aber auch schnell wieder. Kleider, Verhalten, Jargon, freischwebende Identitäten. Sie alle bilden erratisch, eklektisch, aufeinanderbezogene Subkulturen. Die kommen und gehen mal früher, mal später. Klamotten, Tattoos, kleine, in den Alltag eingeführte Amerikanismen, der Bioladen sagen mir und der Welt, wer ich bin. Dass ich bin, dass ich ein Spezifikum, dass ich überhaupt etwas bin.
Und hier erinnere ich mich an deinen Einwand eben oder deinen Einwurf. Genau das hast du gesagt, das Unterschied zwischen Identität und Identitätspolitik. Das ist die Konstruktion von Identität. Ich möchte das noch ein bisschen feiner formulieren und sagen, der Unterschied zwischen identitär, da hast du sie nämlich schon, die Identität, und Identitätspolitik. Genau. Das ist ja unser Credo. Also wir haben eine überindividuelle, eine überkonstruktive Identität, wir Identitären. Wir sind bedingt, das finde ich immer ein hilfreiches Wort, wir sind bedingt durch Herkunft, Sprache und Kultur. Ja. Da kommen wir nicht drüber hinweg. Also wir können es natürlich verkleiden, ich kann mir eine Perücke aufsetzen, kann mich bunt anmalen und so, das ist auch ganz lustig. Nur das bleibt Karneval. Es ändert nichts an meiner Identität und an meiner identitären Bedingtheit. Genau, aber das wollen die Linken, das ist ja das Teufelszeug für die Linken. Nicht? Die Linken erklären ja alles zur Konstruktion. Alles geschieht denkerisch, alles nur in deinem Kopf, du kannst dich jederzeit umschalten. Nicht? Also deine Bedingtheit soll null Rolle mehr spielen. Das ist das moderne Paradigma. Und das lehnen wir ab. Ja. Das ist Modernitätskritik. Also ein Mann wie Ludwig Klages, der hätte sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass es mal so weit kommt. Denn das hat er in seinem Büchlein hier nicht verarbeitet. Auf der Pfeife kauen und nicken oder irgend sowas. Ja, also weiter. Das Modell Individuum, das ist jetzt die Spezialthese von dem Herrn Schuller hier, wird, das Modell Individuum ist ein Triumph der Moderne seiner Meinung nach und wird ausgelöscht oder abgelöst durch das Modell Clique, Gang oder Community. Das Wir löst das Ich ab, wir kehren zum Stammesmodell zurück. Hier wurde ich etwas hellhörig, was will er denn jetzt? Aber er klärt es auf. Allerdings sind diese Stämme nicht genetisch oder historisch konstituiert, sondern situativ und ohne Anspruch auf Geschichte und Dauer und Jubiläum. Also auch das wieder so eine Simulation von Stamm. Also alles wird nur simuliert. Es bleibt im Modus der Simulation stecken. Und sagt er das selber, Simulation? Nein, das sage ich. Also das ist das, worüber er möglicherweise auch nicht hinauskommt, wo er auch nicht weiterdenkt an der Stelle. Vielleicht doch, so indirekt. Ja? Er sagt, das sind Stämme, aber keine richtigen. So, also wir haben das eben ja schon geklärt. Wir wissen, was der Stamm und was das Volk ist. Und wissen, wo die Gegenmodelle zum Kapitalismus sind und zu diesem Karneval. Wir Identitären wissen das. Und will vielleicht auch so deutlich nicht reden, ich weiß es nicht. Er schreibt weiter, dass auch Cafés, Kitas sich als konkrete Derivate von Gemeinschaft, als deren mögliche neue Option darstellen. Also er will das nicht so radikal sehen wie wir. Er will nicht sagen, also die Bedingtheit ist das Entscheidende, sondern er will diesen konstruktiven oder diesen Simulationsmodus nicht ganz abkippen an dieser Stelle. So sehe ich das eben. Also er will sie als konkrete Derivate von Gemeinschaft in irgendeiner Weise als Option auch gelten lassen. Also ich stelle fest, wenn er dann eben zu Kitas und Cafés kommt und zu Gangs, dass das schon, das sind Derivate, da bin ich ganz bei ihm und ich habe mich lange von diesen Derivaten ernährt. Ich habe lange daran geglaubt, dass die das Echte sind. Ganz auf jeden Fall. Also ja. Die Szenekultur, wie auch immer, schön nach Identitätspolitik gegliedert. Ist es die Musikszene, ist es die Modeszene, ist es sonst was für eine Szene? Und zu meinen, ja, wir sind doch die Gemeinschaft und mehr kann da nicht sein. Ja. Da habe ich lange dran geglaubt. Ja, aber in dieser Gemeinschaft spielt ja Abstammung, Herkunft, Verpflichtetheit und so weiter gar keine Rolle. Überhaupt das ist keine, ja, sozusagen gegenwärtig, ohne Rückbindung. Das ist nur Derivat, ja. Genau. Aber jetzt, vielleicht tun wir ihm auch Unrecht, ich lese noch mal ein bisschen weiter. Er schildert nämlich durchaus, dass sie alle im eigentlichen Sinne keine historisch entstandenen Gewächse, und das stellt er heraus durch Anführungszeichen, Gewächse, also von Wachsen, von Herkunft, sondern Konstrukte. Nicht endogen, sondern exogen, beliebig einsetzbare Konsumartikel. Damit eignen sie sich nicht nur als Instrumente emotionaler, sondern vor allem sozialer Steuerung. Nicht? Also irgendwie verstehe ich ihn vielleicht nicht ganz an der Stelle oder er ist schwammig. Also will er das nun akzeptieren als Option oder verwirft er das oder lässt das oder will er es gar nicht bewerten? Ich glaube, er bewertet an der Stelle nicht. Er bewertet es nicht, ja. Das mag sein, dass ich das da überforme an der Stelle im Text. Also er kommt dann irgendwann auf den Kiez. Das finde ich interessant, dass er die konkrete Institution, also die Nachbarschaft, auf einmal einführt.
und sagt, hier findet also sozusagen fast eine Performativität statt, also eine Wandlung durch Begegnung, eine Tat, eine Handlung und so statt. Er kommt dann auf den Kiez, auf die Eckkneipe und so, und am Ende sagt er, diese real existierende Option, da spricht er also wieder von einer Option, die real existiert, aber dennoch ja, ein Konstrukt ist, aber kein Gewächs. Also irgendwie verstehe ich so, dass er das irgendwie so einen dritten Weg da irgendwie skizzieren will, keine Ahnung. Der Kiez als Kultur, als Diskurs, als Handlungsraum könne eine neue gesellschaftspolitische Fokussierung auf das Individuum, auf das Einmalige ermöglichen. Dabei taucht allerdings scheu im Hintergrund der Begriff Heimat auf. Das war nicht zu erwarten, aber auch nicht zu vermeiden. So, was will er denn jetzt? Das schreibt er, das mit der Heimat, ja? Ja. Ah. Ja, was sind wir ratlos im Moment? Was will er? Also ich denke, er will das irgendwie ins Spiel bringen. Es ist kein Gewächs, es ist eine Konstruktion, denn auch in der Nachbarschaft findet er das Ethnische. Heutzutage nehmen wir unsere Stadt, spielt ja keine Rolle mehr in der Nachbarschaft. Da hast du ja da sonst wen wohnen, da knallt ja auch alles aufeinander. Also Das ist ja nichts Gewachsenes in dem Sinne. Das ist ja wieder was Aufeinandergeschobenes, durch das System bedingt. Also so, wie du es mir vorliest, erscheint es mir eher so, dass der Autor selber nicht weiß, wo er hin will und das durchaus thematisiert. Also es ist ja völlig legitim, so einen Artikel als Fragezeichen zu formulieren und dann kommt er da auf Heimat, ja klar, und dann hört er besser auf, weil er sonst vor uns die Hosen runterlassen müsste, weil wir dann sagen würden, ja, die Heimat funktioniert eben nur bedingt, weil, das ist es ja eben, es ist eine Option, das heißt, du kannst optional in diesen Kiez einsteigen und optional auch wieder aussteigen, wenn andere Bedingtheiten auftreten. Ich glaube, das ist es, was er, das ist der heiße Brei, um den er herumtänzelt. Die Bedingtheit der Leute, auch in dem Kiez, die sind ja genau bedingt. Auch mein prima ägyptischer Nachbar ist bedingt. Es ist alles so lang, also es ist so eine schöne Wetternachbarschaft. Ja, das ist prima. Da kann man sich auch mal fragen, ob es ein Ei gibt, wenn ich nicht einkaufen will oder so. Ja, da kannst du mal den Hund hüten, ja, das geht schon alles. Allerdings, wie das aussieht, wenn es einfach mal kein Trinkwasser gibt oder so, das dann kommen Bedingtheiten zu tragen. Ja. Okay, Timo, das war die Presseschau, die Medienschau. Na, ich bedanke mich mal im Namen der Zuhörer für die Medienschau. Dann machen wir eine kurze Pause. Ne? So, liebe Zuhörer, jetzt kommt der zweite Teil der zweiten Folge. Es geht um Friedrich Hielscher. Und zur Einstimmung würde ich nochmal etwas vorlesen von Ludwig Klages. Na bitte. Wir hatten ja eben gesehen, dass er so eine moderne Kritik macht, die absolut hochaktuell ist, und er weitet diese moderne Kritik auch noch aus auf das Christentum, und das ist irgendwie so die Brücke auch zum ersten Podcast, den wir gemacht haben, zu dem wir es einmal als Christentum kritisch betrachten wollten, immer diese Rückbindung an das Abendland, an das christliche Abendland durchaus mal in Frage stellen, wenn es um Identität geht. Also hier aus dem Büchlein Mensch und Erde, aus der Seite oder Seite 27. Wenn schon Fortschritt, Zivilisation, Kapitalismus nur verschiedene Seiten einer einzigen Willensrichtung bedeuten, so mögen wir uns erinnern, dass deren Träger ausschließlich die Völker der Christenheit sind. Nur innerhalb ihrer wurde Erfindung auf Erfindung gehäuft, blühte die exakte, will sagen die zahlenmäßige Wissenschaft und regte sich rücksichtslos der Erweiterungsdrang, der die außerchristlichen Rassen knechten und die gesamte Natur verwirtschaften will. Im Christentum also müssen die nächsten Ursachen des weltgeschichtlichen Fortschritts liegen. Nun hat zwar das Christentum immer Liebe gepredigt, allein man betrachte diese Liebe genauer und man wird finden, dass sie im Grunde nur mit überredetem Wort vergoldet ein bedingungsloses Du sollst. Der Achtung, und zwar allein des Menschen in vergotteter Gegenstellung zur gesamten Natur. Danke. Also natürlich bezieht sich das auf unsere religiösen Texte da vom letzten Mal, und das Thema bleibt uns auch erhalten, denke ich.
Ich komme hier halt auf das Buch Das Reich von dem Friedrich Hilscher. Und so vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, habe ich das gelesen, oder vor anderthalb, und fand es richtig spannend. Eine ganz große Offenbarung, doch, das war es für mich. Und ich dachte, ich sei also ziemlich der Einzige, der das liest. Ja, Friedrich Hilscher. Letztes Mal war er schon Gegenstand, nicht, im ersten Podcast. Ich habe gefragt, wie ist das? Vielleicht nochmal kurz eingeschoben, einige biografische Daten. Viele Leute interessiert dann doch so etwas, habe ich festgestellt, dass ich vorher, als du es genauer wissen. Du hast die da, sehr schön. Genau, ich habe so ein bisschen rausgeschrieben. Hilscher ist 1902 geboren und erst in Anführungszeichen 1990 gestorben. Also, hört, ja. Er war in der konservativen Revolution unterwegs, in dieser wunderbaren Zeit, in der tatsächlich Wichtiges gedacht wurde und auch für uns wichtige Referenzen und Referenzmodelle gedacht wurden, an die wir gerne anknüpfen, nämlich nationalrevolutionär, und publizierte in der von Ernst Jünger herausgegebenen Zeitschrift Arminius. Ab 1928 gab er selber die Zeitschrift Vormarsch heraus und ab 1930 die Zeitung Reich. Das Reich als Buch ist dann 1931 erschienen. Wichtig für Hilscher ist ein Datum, nämlich 1933, der Austritt aus der evangelischen Kirche und die Gründung der unabhängigen Freikirche, die bis 1984 bestand. Also die Elemente, sagt man ganz allgemein, sind pantheistische, also eine Ganzheitslehre, und er bezieht sich auf das Heidentum. Genau, denn unabhängige Freikirche klingt erstmal so nach, ja, so eine weitere evangelische Splittergruppe, die sich da umtut, aber christlich war das überhaupt nicht. Nach dem bisschen, was ich jetzt über die Kirche gelesen hatte, die er da hat, sehr wenig Mitglieder, sehr fein ziselierte Liturgie irgendwie. Ich glaube, es hing sich immer an den 12 Tierkreiszeichen auf, wo dann entsprechende Feiern abgehalten werden sollen, um auch den Jahreslauf, den Sonnenlauf zu feiern. Und ja, dann entsprechend da eben 12 Varianten der Gottheit dran aufgeknüpft. Aber da habe ich mich jetzt auch nicht so reingebaggert. Ich fand das Reich interessanter. Ja, okay. Dann noch den letzten Punkt, den ich mir notierte. Er ist kein Freund des Nationalsozialismus gewesen. Kein Freund. Am 20. Juli 1944 wurde er verhaftet. Aber durch seinen Freund, offenbar, Wolfgang Siebers, der Mann... Wolfram, oder? Entschuldigung, Wolfram, ich kann meine Eigenschrift nicht lesen. Du hast völlig recht, Wolfram Siebers, nämlich den Leiter des SS-Ahnenerbes, wieder freigebracht. Mhm. Ja, also durch Fürsprache gelangte er wieder zur Freiheit. Das ist so zum Lauf von Hilscher. Also nach dem Zweiten Weltkrieg habe ich es jetzt nicht weiter gezogen, aber vielleicht soll das auch schon reichen zur Erläuterung dessen, was er mit dem Reich meint. Das ist eine ganz spannende Sache. Und ja, vielleicht, Timo, fang einfach an. Wie bist du eigentlich an das Thema rangekommen? Läuft der Hilscher einem dann noch über den Weg ab und an? Vielleicht in anderen Zeitungsartikeln, oder ist er ganz weg vom Fenster? Na, durch diese Biografie, die du da angesprochen hast. Denn so als einer der beängstigendsten und, wie ich finde, auch durchaus schillernden Personen aus diesem ja nicht unschillernden Nationalsozialismus war für mich der Wolfram Siebers, Leiter des Ahnenerbes. Von meinem Studium her habe ich da eine Beziehung zu. Europäische Ethnologie ist sozusagen die Gegenveranstaltung zum Ahnenerbe. Das sehen auch beide Seiten so, glaube ich. Dann Jünger ist immer interessant für mich gewesen, schon immer. Und da der Hilscher kannte ja offensichtlich beide. Also wenn man nicht näher gräbt, dann findet man auch heraus, dass der Wolfram Siebers in dieser Kirche war. Ja, also der war ein Gläubiger von Hilscher. Ja, eine Frage, die mir dazu einfällt. Wenn du sagst, europäische Ethnologie ist die Gegenveranstaltung zum SS-Ahnenerbe, wo würde denn das identitäre Denken, ethnokulturelle Identität oder Pluralität, eher liegen? Also wenn ich dann sage, europäische Ethnologie... Ach so, na, das ist einfach nur, das ist einfach institutionsgeschichtlich gemeint. Früher hieß das Fachvolkskunde.
Also die Ethnologie ist ja, glaube ich, nach Ambrose Bierce die Wissenschaft von den Leuten, die kleiner und dunkler sind als man selbst, wie die Engländer das so formulieren. Gut, dann will man sich aber auch selber erforschen. Und das heißt im deutschen Sprachraum traditionell Volkskunde. Ja. So, die Volkskunde war nun die einzige organisiert, das einzige wissenschaftliche Fach, was vom Nationalsozialismus tatsächlich vollkommen okkupiert wurde. Hm. Die gesamte Volkskunde wurde der SS unterstellt und dann als Ahnenerbe eingetaktet. So. Und nach dem Krieg wollte man das natürlich anders haben, speziell nach 1968 waren die Leute dann auch der Meinung, dass man das auch nicht mal mehr Volkskunde nennen kann, Ahnenerbe sowieso nicht, aber auch nicht mehr Volkskunde, weil das eben dann ja, von rechter Ideologie noch überformt ist. Und dann haben die halt nach Begriffen gesucht. Einer, der ist Kulturanthropologie, ist der eine Begriff, der andere ist europäische Ethnologie. Und es gibt immer noch ein paar Institute in Deutschland, die immer noch Volkskunde heißen, aber das eine dasselbe Fach immer mit einer unterschiedlichen Duftnote versehen. So, das ist einfach nur ein institutionelles Gegenmodell. Die identitäre Bewegung hat, glaube ich, nicht die Absicht, geschweige denn, dass sie in der Lage wäre, jetzt Forschungsinstitute zu unterhalten und wie sie sich dann da formieren sollten. Timo, also du hattest erwähnt in einem Gespräch, dass du in der Jungen Freiheit einen Artikel gelesen hast. Genau. Wer hat dich wieder, wer hat das irgendwie wieder aktiviert? Dadurch bin ich drauf gekommen. Das war die Junge Freiheit Nummer 28, 2015, also vom 3. Juli offiziell. Der Artikel ist von Karl-Heinz Weißmann, Der Traum vom Keltenstaat in der Bretagne. So, dem geht es also darum, dass bretonische Separatisten nach der deutschen Besetzung 1940 dachten, sie könnten was reißen und durch einen Kontakt zur deutschen Besatzung da vielleicht einen bretonischen Staat in die Wege leiten konnten. Da haben sie sich an einen Thevenard gewendet, der in der Militärverwaltung zugange war. Und der wollte die da auch durchaus unterstützen. Und der Artikel beschreibt es dann. So erklären sich auch die Vorstöße Thevenards, der seit 1934 Kontakt zu Modrell, de Beauvais und Lenné aufnimmt. Das sind die Separatisten. Sie auch mit Hielscher bekannt machte, um dann als Geschäftsführer der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für keltische Studien, als Journalist wie als Mitarbeiter des Amtes Auslandabwehr daran zu gehen, die eigentlich zuständigen Behörden zu überspielen, um mit Hilfe des Kader des PNB in der Bretagne vollendete Tatsachen zu schaffen. Also da ist direkt mal jemand aus diesem Dunstkreis von Hielscher politisch aktiv, also der wollte irgendwas. Und da dachte ich, na hoi, das ist ja eine starke Sache. Der Artikel erklärt dann auch weiter, warum das damals real existierende Reich, das Dritte Reich, das natürlich nicht wollte. Ganz einfache Machtpolitik. Man wollte, wenn überhaupt nach Möglichkeit, Pétain für die deutsche Seite gewinnen. Und dann kann man dem natürlich nicht das Land auseinanderschrauben. Deshalb haben die da relativ kurzen Prozess gemacht. Hielscher persönlich hat dem einen überlebenden Separatisten dann nach dem Krieg auch noch zu einem argentinischen Exil verholfen. Auch noch ganz spannend. So, dann kam ich aber drauf, die sprechen hier halt von einem Europa der Stämme. Ja. Wo ist das? Ja, so war er der Meinung, dass nicht in den Staatsnationen, sondern in den Stämmen die Wirklichkeit der Gemeinschaften liege. Dass nicht Deutschland, sondern Schwaben oder Bayern, dass nicht Frankreich, sondern das Elsass, Okzitanien oder eben die Bretagne ausschlaggebende Größen beim Neuaufbau Europas sein sollten. So, steht hier drin. Und dachte ich, na da sehe ich dann eben einen Bezug zum Identitären oder wo einer liegen könnte. Denn dieser Reichsgedanke bei Hielscher ist eben kein Nationalstaat. Und das wäre jetzt noch eine Herausforderung, wie man das Franzosen oder anderen romanischen Sprachen vermittelt. Das Reich ist auch kein Imperium. Also eben vielleicht nicht mal ein Vielvölkerstaat. Hirscher formuliert da sehr deutsch. Er sagt eben, das Reich konstituiert sich für ihn dadurch, dass die Leute Arminius folgen, er nennt ihn Ermin, also die Varusschlacht im Jahre 9. Und dass da zum ersten Mal ein Bewusstsein für das Reich entsteht, weil sich Leute einfach hinter ihrem Herzog, der vor ihnen herzog, sammeln
und dann eben Gemeinschaft erleben. Da ist das Volk das, was folgt. Mhm. Und dann eben auch Deutsch, in seiner Etymologie bedeutet das Wort Deutsch schon einfach das Volk, das folgt. So, jetzt mal eine Frage zum Reich. Du hast gesagt, das Reich entsteht dadurch, dass man folgt. Ist das Reich eigentlich, ist es eine übergemeinschaftliche Größe, die sich in der Handlung der Einzelnen verkörpert? Oder entsteht das Reich, indem sich Leute versammeln und dann ihre Gemeinschaft gründen, ihren Raum okkupieren? Ist das dann das Reich? Oder verkörpert sich in den Männern, die einem anderen folgen, das Reich? Das würde ich jetzt mal fragen. Am ehesten noch Letzteres. Also es ist nicht, wir konstituieren jetzt unseren vergrößerten Kaninchenzüchterverein und damit ist es das Reich. Das kann man machen. Das haben wir in Versailles gemacht und das ist dann mit ein bisschen Glück ein Nationalstaat. Ein hoffentlich besserer und kein schlechterer, aber das ist es auch. Das ist bei Hirscher nicht gemeint. Wenn sich das Reich inkarniert, dann eher in einzelnen Personen. Das ist durchaus pikant. Also, dass er dann mit Armin, dem Cherusker, ankommt, das kann man sich noch denken. Dass er auch meint, dass in Luther das Reich inkarniert, weil der plötzlich wieder eine Versöhnung sieht. Es geht ihm immer um eine Versöhnung zwischen Gott und Schöpfung, dem Hirscher. Ja? Und dass es dazu schon ein bestimmtes Volk braucht, nämlich uns, dieses Werk überhaupt anzugehen oder das zu wagen, so infam zu sein, sich das zu trauen. Also die Schöpfung versöhnen mit Gott, hat das was mit dem Sündenfall zu tun? Also Adam, Eva und der Apfel und jetzt sind wir also sozusagen aus dem Reich Gottes herausgefallen und Gott ist sauer und die Schöpfung ist entfremdet von Gott. Oder wie geht das mit der Schöpfung eigentlich? Was meint denn die Schöpfung? Also das wäre eine Frage. Und vor allem in einem Mann fährt sozusagen das Reich ein und er verkörpert das Reich. Und das muss er nicht mal selber wissen. Das definiert Hirscher dann so. Ja. Also die Weihe, ob du dann im Reiche stehst oder nicht, das kann dir Hirscher oder ein Hirschianer postmortem verleihen. Du selber wirst es nicht wissen. Aha. Also die Schöpfung hat das was, die Versöhnung, aus Versöhnung hast du gesagt, jetzt von Gott mit der Schöpfung, ist das jetzt so ein Erbsünde? Hat er das so entliehen aus seinen christlichen Spuren? Oder? Glaube ich nicht, denn wenn man das Werk in seiner Gesamtheit liest, ist der überhaupt nicht christlich. Mhm. Also das Christentum ist natürlich wichtig in seiner Erzählung als historischer Umstand. Sünde, ja, in der deutschen Bedeutung von Sünde, von Sund, von Trennung, von Spalte. In diesem Sinne Abfall von Gott, denn was er meint ist, dass die Menschen, er macht eine riesige vergleichende Religionsstudie aus dem Buch, das ist eigentlich das, was er hauptsächlich macht. Er kaut Weltreligionen durch und sagt, die scheitern immer daran, die Gottheit oder die Gottheiten, das geht auch mit dem, funktioniert für ihn auch zum Beispiel mit dem Hinduismus. Das ist alles in der Theorie, das ist immer dein Liebesthema, nicht wahr? Im Ideal, im universalistischen Ideal ist es prima, da funktioniert das alles. Allein wir, die wir hier in der Schöpfung sitzen, empfinden Mangel. Also das mag jetzt von kalten Füßen bis zu dem Fluch der Sterblichkeit oder dem Segen der Sterblichkeit, ganz wie man es empfinden will, reichen. Es haut irgendwie nicht hin. Wir stoßen immer wieder auf Exponenten, die auch mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Und wie kann ein wie auch immer gearteter Gott oder Gottheit denn dies oder jenes dulden oder zulassen? Und da würden diese ganzen Religionen dran scheitern. Und nun gäbe es eine Bewegung, einen Willen, das in der Schöpfung, diesen Mangel zu beheben, egal wo er auftritt, das, was uns nicht gefällt, besser zu machen, mit dieser deutschen Gründlichkeit. Und das ist ein Wille, der sich hauptsächlich in einzelnen Personen zeigt, sinnvoll erst zu beurteilen postmortem, also ganz griechisch, das aber auch zu politischen Formen führt. Also das dreht sich schon um ein politisch-deutsches Reich, ist aber überhaupt nicht darauf beschränkt. Darauf wollte ich gerade noch kommen. Denn Personen, die für ihn im Reich stehen, sind zum Beispiel Gustav Adolf. Gustav Adolfs Intervention im Dreißigjährigen Krieg, da denkt für Hirscher, der Gustav, der Schwede, über Schweden hinaus. Er hat natürlich Machtinteressen, ist klar, aber er denkt über Schweden hinaus, weil er sich für
eine ja, europäische Identität, eine nordeuropäische, in diesem Sinne germanische Identität auch erwärmen zumindest. Also ist es hier Motivation, er kann das auch als Begründung vortragen und greift dann ein und ist dann für den Moment, für ihn steht er im Reich, für ihn steht sogar Bonaparte im Reich, als mit dieser Intention Kaiser aller Franken, was denn da mitgetragen wurde und der Idee, Europa, zumindest Kontinentaleuropa, in eine bessere Welt zu verwandeln. Also das war ja zumindest der Anspruch von Napoleon. Interessant, ich bin das vielleicht so philosophiebeladen. Ich habe immer dran gedacht, jetzt oder, an den Geist, nicht? Also der Geist kann sich selbst nur erkennen in dem Menschen, im menschlichen Handeln und dann würde der Geist sich in dem Sinne verkörpern in einem Manne und sich selbst erkennen und die Schöpfung erkennen. Also wenn du sagst Schöpfung, dann ist das ja schon etwas ganz anderes als Umwelt oder die Dinge gar zu sagen. Also Schöpfung ist ja schon sozusagen ganz stark aufgeladen. Also mit Schöpfung meinst du unsere Wirklichkeit, die Natur, den Kosmos, aber uns in all dem auf der Erde, in dem, was uns so gibt. Also so wie ich Hielscher verstehe, meint er alles dabei. Also natürlich den Geist. Sein großer Prophet oder Heiland ist immer Nietzsche. Dass Nietzsche eben selber merkt, er versteht, ist er nach, so ist Hielschers Nietzsche-Interpretation, also der Person, völlig Nietzsche, dass Nietzsche weiß, dass ihn in seinem 19. Jahrhundert niemand verstehen kann, dass man ihn irgendwann verstehen wird, dass er im Recht ist, dass er gleichzeitig merkt, wie er selbst verfällt, wie sein einzigartiger Geist verfällt und er der Einzige ist, der diese Tragödie wirklich bemerkt und demnach vereinsamt stirbt und trotzdem im Sinne der ewigen Wiederkehr das bejaht. Und wenn es wieder so ist, dann würde er es wieder tun, so versteht Hielscher den Nietzsche und ich denke, das trifft es auch ganz gut. Das ist eine spannende Frage, die sich da anschließt. Ich habe mich nämlich gefragt, zu ihm sprach es davon, um jemanden sich scharen für etwas, eine Versammlung, habe ich gesagt, ist dann jedes Ziel dieser Versammlung möglich? Demnach doch nicht, sondern immer das Motiv der Versöhnung mit der Schöpfung, also der Überwindung der Kluft zwischen Mensch und Schöpfung. Oder verstehe ich es falsch? Ist das immer der Ansatz? Oder kann jede beliebige, sag ich mal, Handlung, Gustav Adolf, Kriegszüge, Napoleon, das sind ja verschiedene Motiviken, könnte auch was ganz Triviales irgendwie an diese Stelle rücken und sich dieses Reich oder der Geist, wie auch immer, verkörpern in einen Menschen, um den sich dann andere sammeln. Ich verstehe es immer um die Versöhnung mit der Schöpfung. Ich verstehe es eher im letzteren Sinne, dass im Prinzip kann das beliebig sein. Das kann auch der Kaninchenzüchterverein sein. Denn was das Reich ist, er bezieht es dann auf Preußen irgendwann, weil ihm geht es dann immer noch mehr so um die deutschen Stämme. Und er meinte, ja, wenn es eine Kraft gibt, um die sich das Reich formen kann, dann ist das für ihn Preußen. Und dann sagt er auch noch was sehr Interessantes, was ich auf die Identitären bezogen interessant finde. Preußen ist ja kein Volk. Preußen ist kein Stamm. Preußen ist nicht mal ein Ideal. Preußen im Hielscherschen Sinne oder in Hielschers Sinn ist ein Wille. Und von da aus interpretiere ich es so, dass dort, wo sich der Wille zu einer Versöhnung mit der Schöpfung manifestiert. Das kann der Kaninchenzüchterverein sein, der jetzt eine völlig neue kaninchenfreundliche Form der Kaninchenzucht machen will. Auch dort kann es sich ereignen. Ereignen ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Wort dafür. Das Reich kann sich ereignen, der Wille kann sich ereignen. Und wenn es gut geht, ist es dann ein europäischer Staat. Ja. Aber das ist nur das ist eher ein Abfallprodukt von etwas durchaus spirituellem, metaphysischem darüber gelagert. Ja, absolut. Das sieht man jetzt auch ganz deutlich. Also wenn man die Metaphysikkritik von Nietzsche aus über Heidegger mitträgt bis nach heute, kriegt man so ab und zu Bauchschmerzen. Mhm. Aber ich kenne das im rechten Denken, spielt das Metaphysische dann doch immer wieder eine Rolle, eine wichtige. Also dass man auch hier auf jeden Fall bei Hielscher, auch in anderen konservativen Theorien immer wieder. Aber wenn man so eine Ladung Nietzsche-Intus hat, fällt einem das nicht ganz so leicht, das dann wieder zu akzeptieren. Man kann auch vieles hineinbuchen in diese Metaphysik. Für mich waren die Identitären immer so der Versuch, irgendwie diesen Bruch der Moderne auszuhalten. Und unsere verbindende Ebene, unser Metaphysik-Ersatz, wenn man so will, im Leiblichen, in der Ethnie, im Völkischen, im Blutlichen zu sehen,
und das ernst zu nehmen. Also die Ethnie, das ist sozusagen eine wirklichkeitsbezogene physische Metaphysik und keine, die im Nirvana eingebucht wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist vielleicht auch dieser Versuch bei den Identitären, die mit der ethnokulturellen Identität, dass wir eben diese reine Geistigkeit auf jeden Fall einreihen oder auf eine Stufe bringen mit einer eher wirklichkeitsbezogenen Haltung. Sag mal, vielleicht schlecht oder vielleicht ist es auch nur eine Metaphysik-Simulation, die wir da versuchen, aber für uns ist ja, deshalb argumentieren wir auch oft mit den Stämmen, den Völkern, den Ethnien, auch den Haplogruppen, vielleicht ist für uns ist ja tatsächlich der Beweis, dass wir blutlich und fleischlich in diesen europäischen Raum gehören, dass auch sozusagen die Wissenschaft das klar macht, die Gentechnik, wir gehören in diesen Raum und nicht irgendjemand. Wir sind hier gewachsen und wir stehen hier und wir haben die Verantwortung für diesen Raum. Nicht? Aber das ist auch wieder so der Versuch, sich irgendwie so eine Metaphysik oder Metaphysik-Simulation zu verpassen. Ne? Danke. Also das so wie du die Identitären geschildert hast, ja, das teile ich. Und das macht mir nochmal deutlich, wo ich den Bezug zu Hilscher sehe. Wenn du sagst, dass die identitäre Bewegung auch und maßgeblich der Versuch ist, die Spannung und den Bruch der Moderne auszuhalten, dieses dem standhalten und konstruktiv damit umgehen, dann ist das für mich eine andere Formulierung für die Schöpfung erlösen oder den Schöpfer, in diesem Sinne natürlich auch den Schöpfer erlösen, etwas Prekäres bewahren, halten und sich selber darin finden. Nun muss man da nicht das M-Wort auspacken, auch wenn ich persönlich habe keine Scheu davor, Metaphysik zu benutzen als Wort. Eben im sprachlichen Sinne über der Physik herüber ein Konstrukt, ein Gedankenkonstrukt zu entwickeln und zu sehen, was es mir bringt. Das ist ganz wichtig, einfach zu sehen, was es mir bringt. Denn darum geht es, wie gesagt, darum mit sozusagen deutscher Gründlichkeit, sich den Einzelheiten zu stellen, und zwar den konkreten Einzelheiten. Also das mit dem Nietzsche, das war so der Geist ringt, ja, das ist so dieses Geistthema, was ich meine, was uns auch wichtig ist. Aber auf der anderen Seite auch einfach dafür zu sorgen, dass der Kaninchenverein richtig läuft. Das auch. Und entsprechend diese lokalen und regionalen Bedingtheiten. Und da ist es ein Wille. Ja, also der Witz bei Nietzsche ist ja mit dem Willen zur Macht. Also im Nietzschischen Frühwerk wird ja dem Konstruktivismus Tür und Tor geöffnet. Da hat ja einer wie ich Bauchschmerzen dann irgendwann auch. Aber je älter er wird, dann kommt eben dieses Willen zur Macht. Und der Wille ist nun etwas definitiv Überindividuelles. Definitiv. Der sich verkörpert und der uns alle durchdringt. Ja. Jetzt nochmal mein Versuch zur Klärung. Das Reich ist die Verkörperung, die Entäußerung, oder ist es etwas Prozesshaftes? Ist das etwas, was ist, ja, und jetzt von was? Von einem Geist, einem Willen, einem Gott? Und warum passiert denn nur in Europa und nicht woanders? Da verstehe ich Hilscher ganz, sozusagen ganz empirisch. Er beobachtet es eben hier. Und für Hilscher strukturiert sich dann auch die Weltgeschichte eben um Europa. Und der Dreh- und Angelpunkt, der ist eben genau hier. Und deshalb ist es da auch nicht konstruiert, sondern er beobachtet etwas und beschreibt etwas. Und wenn er für ihn beginnt der Vorgang tatsächlich mit der Zeitrechnung, wobei er die Zeitrechnung, also das, was wir mit dem Jahr 1 benennen, meint er, das haut schon sehr gut hin für das Reich. Denn das muss ungefähr der Zeitpunkt von Armins Schwergleite gewesen sein. Er beginnt also die Zeitrechnung zum gleichen Zeitpunkt wie die Christen, nur eben nicht mit der Geburt des Nazareners, sondern mit der Schwergleite von Arminius, ja, mit 15. Das müsste so ungefähr hinhauen. Und insofern, es ist Prozess, es ist auf jeden Fall Prozess. Deshalb kann und muss es auch gar nicht unbedingt Staat sein. Das Reich kann Staat erzeugen und Staat bilden. Es bleibt aber nicht dabei. Und das war eigentlich die Punchline, auf die ich hier hinaus wollte, oder der Gag, Bewegung. Ja. Wenn die IB eine Bewegung ist, dann ist es das Reich auch, jedenfalls das Reich in Hirschers Sinne. Ja, also das Reich, wie sich das Reich zeigt, kann man, wenn es sich zeigt, nicht sehen, nur in der Nachbetrachtung, das hattest du erwähnt. Nicht? Was für Attribute
sind denn identifizierbar, wenn sich ein Reich zeigt? Also wir hatten ja eben über Visionen gesprochen, auch für uns Identitäre, wie wichtig das ist, dieser Wahnsinnsfeinfront, dass wir da den Glauben, eine Art Glauben haben müssen, weil der die Berge versetzt und nicht die Rationalität. Und wir müssen eine Vision haben, an etwas, an das wir glauben können. So, ist allein die Einheit Deutschlands und die Einheit Europas und so, können diese, Entschuldigung, Pfeifen der Funktionseliten das auch für sich reklamieren, die jetzt in Brüssel hocken? Ich versuche zu fragen, woran kann man erkennen, dass die Versöhnung mit der Schöpfung im Sinne Hielsches und dem Reich tatsächlich stattfindet? Gibt es Attribute, identifizierbare Attribute? Das ist natürlich kläglich, weil so ein Naturwissenschaftler oder ein Wissenschaftler fragt, ich weiß, aber dennoch, weil der Versuch der Abgrenzung. Naja, das Ganze ist ja letztendlich eine Sprachfigur. Es ist ein Buch, es ist eine Sprachfigur. Und dann ist immer die Frage, wo der Autor seine Sprachfigur verankert. Um im Reich zu stehen, um auf die Brüsseler zu kommen, die können durchaus auch im Reich stehen im Sinne der Geschichte. Da entwickelt er durchaus auch eine Dialektik. Also Körner zieht er jetzt nicht, aber ich ziehe mal Körner heran. Wenn, also Hirscher sagt, dass Bonaparte ein Protagonist des Reiches war, dann könnte man natürlich sagen, ja, genau, und diese kleinstaatlerischen, bloß eben national bewegten Deutschen und ihren Befreiungskriegen, die sind dann eben nicht im Reich. Genau das Gegenteil ist für Hielscher der Fall. Also du kannst dir dann Körner und Bonaparte gegenüberstellen und der eine da, Volk steh auf und Sturm brich los und dies und das, der steht natürlich voll im Reich an der Stelle. Ja, der will das auch. Da ist ihm der Wille auch zu einem ganz großen Teil bewusst, also dem Körner. Nur das Ideal, das den Korsen bewegt, auch, die sehen beide nicht die größere Ebene. Hielscher nimmt für sich in Anspruch, die höhere Ebene zu sehen, dass die eigentlich natürlich beide verknüpft sind. Und das Reich ist äußerst tragisch, war immer prekär. Er fährt sich eigentlich auch immer nur in Werden und Vergehen. Das steht bei Hielscher so. Es geht immer wieder in die Feueresse, wird immer wieder aufgeschmolzen und neu geschmiedet. Und den Aspekt, den möchte ich noch bringen. Seine Protagonisten oder Helden des Reiches erfahren sich für Hielscher immer auch erst, nachdem sie in der Fremde waren. Also geht eben los mit Arminius, der eben seinen römischen Militärdienst und seine Offizierskarriere dahinlegt. Und ja eigentlich für seine Zeit, mein Gott, den Wohlstand, den Luxus von Rom, da ging ja alles obendrein, hat er noch reiche Verwandte in Germanien. Kannst du eine prima Karriere mit aufbauen, kannst du, na Senator nicht unbedingt, aber geht schon was. Ja? Und warum widert ihn das an? Weil er einen Mangel empfindet. Und den Mangel sieht er nur erlöst in der Heimat, also die Heimat wiederfinden. Das finde ich eine sehr prägelnde Stelle bei Hielscher. Er meint auch, dass Friedrich II. Von Preußen, also alte Fritz, im Reich steht. Und da meint er, ja, denn all diese Liberalen, die ihn so frei empfinden und natürlich die erste freie Presse der Welt, der erste Rechtsstaat der Welt und so weiter, hat er alles gemacht, fand er auch gut. Und seine ganze Freimaurerei. Aber darin hätte der Fritz die Fremde erlebt und dann eben festgestellt, genau deshalb ist er Krieger geworden und meinte, gut, diese eure westliche Welt, die kann ich nicht annehmen. Ich kann da zwar vieles herausziehen und auch ganz amüsant finden, doch wenn es um meine Sache geht, um Preußen, dann entscheiden Blut und Eisen. Dann sagt er dann so, ja, denn da sieht man es. Preußen beliebt zu scherzen, Majestät trägt eine Maske, der Tronier lächelt. Dieses Zitat, das finde ich ganz hervorragend. Das ist schon listig. Ja, schön. Und außerdem beschreibst du sehr, sehr schön auch mein Unwohlsein, aber nicht nur meins, sondern unsers. Nicht? Also, wir haben das ja letztes Mal schon angesprochen. Was ist eigentlich euer Problem? Ihr spinnt doch, ihr habt doch alles, was ihr wollt. Ihr lebt im Wohlstand, bla bla bla. Aber es reicht nicht, es fehlt nicht, aber nicht, weil wir immer noch mehr, noch mehr, noch mehr wollen, sondern weil wir in der falschen leben. Too much is not enough, ja. Ja.